Was ist besser zum Musik produzieren? macOS oder doch Windows? In diesem Video erfährst du's. Mein Name ist Paul Deheld, aka PDH Beats, und hier auf beatmaking.de findest du nicht nur ständig neue Beats, sondern auch viele hilfreiche Tipps und Informationen rund um das Thema Produzieren. Let's go! Doch bevor es mit dem Video losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. So viele hier schauen diesen Kanal, sind aber noch keine Abonnenten. Und wenn du mich kostenfrei unterstützen möchtest und diese Videos hier für sinnvoll erachtest, dann lass mir doch gerne mal ein Abo da, gib mir einen Daumen nach oben und schreib auch gerne einen Kommentar, was du als nächstes gerne sehen möchtest. Denn das hilft mir und dem YouTube-Algorithmus sehr. Ja, doch nun zum eigentlichen Thema des Videos: Mac versus PC. Ich hatte in den letzten 10 Jahren sehr viele Erfahrungen mit beiden Systemen gesammelt und diese möchte ich dir in diesem Video einfach mal näher bringen. Ich habe das Ganze in verschiedene Punkte unterteilt. Die findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung als einzelne Kapitel. Kommen wir nun zum ersten Punkt, und zwar dem Preis. Ja, diese Frage hätte sich wahrscheinlich auch noch vor 2 Jahren ganz einfach mit Windows beantworten lassen. Mittlerweile hat aber auch Mac die M1 System-on-a-Chip Prozessoren rausgebracht, die sehr, sehr leistungsstark und im Verhältnis dazu auch relativ günstig sind. So kriegt man beispielsweise schon einen Mac Mini mit dem M1 Prozessor für rund 700 Euro. Und wenn man sagt, man will sich einen PC bis 1000 Euro, vielleicht 1500 Euro kaufen, dann ist es definitiv sinnvoll, sich diese Modelle mal anzugucken, denn die haben gerade im Bereich der Musikproduktion und auch des Videoschnitts extrem viel Leistung für den Preis, den sie haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man generell einfach mal guckt und Systeme vergleicht, ist es ganz klar und eindeutig, dass Windows-Systeme meistens die Nase vorne haben, wenn es um den allgemeinen Preis geht. Denn für so einen Windows-Laptop hier wie diesen habe ich damals um die 1000 Euro bezahlt und der hat einen Intel i7 8800 gehabt, 16 GB Arbeitsspeicher aufrüstbar, Festplatten aufrüstbar und so weiter und so fort. Und es war für mich einfach damals der ultimative Dealbreaker, weshalb ich von meinem MacBook Air dann auf Windows umgestiegen bin und jetzt letztendlich wieder auf Mac aufgrund der M1 Prozessoren. Der Punkt geht aber trotzdem an Windows, was den Preis angeht. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Software. Die meisten Programme, die es für Windows gibt, gibt es auch für Mac und umgekehrt. Deswegen ist dieser Punkt ein klares Unentschieden. Kommen wir zur Erweiterungsfähigkeit. Dieser Punkt geht ganz klar an Windows-Systeme, da man Mac-Systeme sowohl in der Laptop-Form als auch in der Desktop-Form nicht wirklich erweitern kann. Gerade die neuen M1-Modelle lassen sich in puncto Speicher, Arbeitsspeicher oder CPU und Grafik überhaupt gar nicht upgraden, während das halt bei Windows-Systemen sowohl bei Laptops als auch bei Stand-PCs fast immer möglich ist. Als nächstes kommen wir zur Leistung. Hier lässt sich auch kein klarer Sieger feststellen, da es natürlich immer ganz stark davon abhängt, ob man sich für ein teureres oder eher für ein günstigeres Modell entscheidet, sowohl bei Windows als auch bei Mac. Kommen wir als nächstes zum Punkt Qualität und Design, und hier gewinnt ganz klar Apple. Jeder, der schon mal ein Apple-Gerät in der Hand gehabt hat, weiß, wie hochwertig sich diese Geräte anfühlen. Es ist aus einem Aluminiumblock gefräst. Und auch wenn man das Ding mal fallen lässt, ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Ich kenne sehr viele Leute, die auch ihren MacBook bereits 10 Jahre und länger nutzen. Bevor ich diesen MacBook hier gekauft habe, habe ich ja einen Windows-Laptop gehabt und davor ein MacBook Air. Und dieser läuft heute immer noch, der ist inzwischen 8 Jahre alt. Den habe ich irgendwann mal meiner Schwester vermacht. Und das zeigt einfach, dass die Geräte auch sehr, sehr langlebig sind. Bei den meisten Windows-Laptops, die ich in meinem Leben bisher hatte, haben die meisten nicht länger als 3 Jahre durchgehalten, was ich sehr schade finde. Aber so ist es halt, das muss man definitiv bedenken, wenn man sich für eins der beiden Systeme entscheidet. Kommen wir als nächstes zu einem der wichtigsten Punkte, dem Betriebssystem. Jeder, der einfach ein Musiker ist und kein Computer-Nerd und sich eigentlich auch nur mit seiner Kunst beschäftigen möchte, der sollte sich in meinen Augen für macOS entscheiden, weil jeder Musiker, der Windows-Systeme bereits in seinem Leben genutzt hat, weiß, dass da vieles nicht einfach reibungslos läuft, dass man oftmals Probleme hat mit automatischen Windows-Updates. Beispielsweise hatte ich letztes Jahr ein Windows-Update gehabt, was mir komplett alle meine Waves-Plugins zerschossen hat, und ich hatte einen Kundenauftrag, den ich erledigen musste, und dann musste ich einfach mal für 3 Stunden Pause machen und mit dem Waves-Support telefonieren, weil nichts mehr ging. Es gab auch keine Lösung, die man so über Google gefunden hat, sondern ich musste wirklich den Wave-Support anrufen, der mir dann glücklicherweise auch geholfen hat, das Problem zu beseitigen. Aber sowas gehört bei Windows-Systemen leider nicht zu der Seltenheit, sondern zum Regelfall.
Ich habe sehr, sehr häufig das Problem gehabt, dass Programme einfach abschmieren, dass sich das Ganze auch nur lösen ließ, indem ich das Programm neu installiert habe. Manchmal musste man sogar das System komplett neu aufsetzen, damit alles wieder funktioniert. Und es sind halt Sachen, mit denen man sich einfach nicht beschäftigen möchte und mit denen man sich auch nicht beschäftigen muss, wenn man den Mac hat. In all meinen Jahren, wo ich macOS benutzt habe, hatte ich selten, wirklich sehr, sehr selten irgendwelche Probleme, dass Programme nicht laufen, dass irgendwelche Updates dazu geführt haben, dass Sachen nicht mehr funktionieren oder dass auch ein Bluescreen kommt. Sowas ist quasi einfach nicht existent bei Apple-Geräten. Das heißt nicht, dass es nicht auch ab und zu vorkommen kann. Das heißt nicht, dass ab und zu nicht auch mein Programm abstürzen kann. Aber grundsätzlich läuft es einfach viel, viel, viel stabiler. Und es gibt nicht so Probleme wie bei Windows, dieses Registry-Problem, wo einfach, wenn du einen Windows-PC lange hast, deine Registry immer voller geschrieben wird und der PC immer langsamer wird. Das ist einfach dämlich, warum Windows das nicht auf die Reihe bekommt. Kommen wir zum Punkt Nachhaltigkeit. Und das ist ein Punkt, der wird heutzutage immer mehr Musikern auch immer wichtiger. Viele Menschen legen Wert darauf, ein System zu kaufen, was sie über viele Jahre benutzen können. Zum einen der Umwelt zuliebe, zum anderen aber natürlich auch dem Geldbeutel zuliebe. Weil was bringt es mir, wenn ich mir für 2.500 Euro einen PC kaufe und ich mir wieder in 2 Jahren einen neuen kaufen muss? Wie bereits schon im Punkt Qualität und Design angesprochen, gibt es viele Macs, die sehr, sehr lange durchhalten. Aber falls mal der Mac doch kaputt gehen sollte nach 1 oder 2 Jahren, hat man häufig nicht die Möglichkeit, einzelne Teile auszutauschen. Gerade bei den M-Modellen ist es so, dass es alles System-on-a-Chip basiert ist. Und wenn ein Teil kaputt geht, ist der gesamte PC im Arsch. Und das ist schon sehr blöd. Deshalb empfehle ich definitiv, wenn man sich für ein Mac-System entscheidet, sich auch eine Versicherung dazu zu holen, die bei solchen Schäden halt haftet, wo man dann halt einfach wieder schnell arbeiten kann. Bei Windows-Systemen ist es natürlich der Vorteil, dass man oftmals einfach die einzelnen Teile schnell austauschen kann und so sein Gerät wieder zum Laufen bringt. Und auch was die Nachhaltigkeit dann über mehrere Jahre angeht, kann man halt Komponenten austauschen, falls die mal zu alt werden. Und so kann der PC halt auch über viele Jahre genutzt werden. Wenn man aber grundsätzlich mit seinem Mac gut umgeht, eine Versicherung hat und das Glück hat, dass er nicht sofort nach 3 Jahren oder 2 Jahren eventuell durch einen Herstellungsfehler kaputt geht, hat man meistens auch sehr, sehr lange was von seinem Mac. Und ich würde diesen Punkt zwar hier für Windows vergeben, würde aber auch sagen, Mac ist in Sachen Nachhaltigkeit unbedingt keine schlechte Entscheidung. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Sicherheit. Welches System ist denn nun sicherer? Dieser Punkt geht ganz klar an macOS. Einfach und allein aus dem Grund, dass es weniger Leute auf der Welt gibt, die macOS nutzen und daher Hacker sich hauptsächlich auf Windows-Systeme spezialisieren. Das bedeutet natürlich auch, dass Linux sehr sicher ist, aber Linux ist absolut nicht zum Musikproduzieren geeignet, deswegen auch in diesem Video kein Thema. Thema Plug and Play. Macs wird ja immer nachgesagt, dass sie besonders einfach per Plug and Play funktionieren und auch gerade für die Musikproduktion kann ich das nur bestätigen. Vor mir beispielsweise steht ein Scarlett 2i4 und dieses kann ich einfach in meinen Mac reinstecken. Es wird sofort erkannt, ohne dass ich irgendwelche Treiber installieren muss, wohingegen ich beim Windows-PC immer mit Treibern zu kämpfen habe, gerade auch Stichwort ASIO-Treibern, Low-Latenz-Treibern. Das sind einfach keine Themen, die es beim Mac gibt, was es natürlich sehr, sehr bequem und einfach für Musikproduzenten macht. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar der Lautstärke. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, wenn man beispielsweise bei sich zu Hause aufnimmt und der PC im selben Raum steht wie man selbst. Und sehr viele Windows-Systeme, die man sich selber zusammenstellt oder auch sehr viele Windows-Laptops wie dieser hier, haben unheimlich laute Lüfter. Und nichts ist schlimmer, als eine Audioaufnahme zu haben mit lauten Lüftern drauf. Außerdem ist es blöd, wenn ich beispielsweise auf diesem Laptop hier arbeite und dann hier über die Monitorboxen abhöre und ich die ganze Zeit noch dieses Rauschen vom Laptop im Hintergrund habe. Das ist super, super nervig. Und das ist ein Punkt, der für viele Leute, die sich einen PC kaufen zum Zocken oder für sonstige Sachen, wahrscheinlich nicht so die Rolle spielt. Aber gerade bei der Musikproduktion ist es unheimlich wichtig, ein Gerät zu haben, was nicht super laut ist. Das war auch einer der Gründe, warum ich mir beispielsweise damals 2014 war es, mein MacBook Air gekauft habe, weil der einfach komplett größtenteils passiv gekühlt wurde und der Lüfter fast nie angegangen ist. Der war einfach super leise und deswegen hat er sich super geeignet, um damit Tonaufnahmen zu machen. Noch besser sind die neuen Apple M-Prozessoren, wie in diesem Gerät hier, und ich halte es mal kurz an mein Mikro. Ja, ihr könnt nichts hören, weil der Lüfter ist nicht an. Und
solange ich dieses Gerät habe, habe ich den Lüfter, glaube ich, auch nicht ein einziges Mal gehört. Ich habe den schon sehr belastet, diesen Laptop, aber der Lüfter ist nie angegangen. MacBooks und Macs generell sind super, super leise, was sie sehr, 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 sehr gut für Musikproduktion eignet. Deshalb geht hier der Punkt auch an den Mac. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Was solltest du dir kaufen? Lieber ein Windows oder lieber ein Mac? Meine Antwort lautet ganz klar, kauf dir einen Mac mit M-Prozessor. Die sind super, super leise und super leistungsstark und gleichzeitig relativ erschwinglich. Wenn du aber sagst, du hast jetzt gar kein Geld, um dir einen M-Prozessor zu leisten für 700 Euro und du hast schon PC zu Hause, nutz natürlich diesen PC weiterhin. Und auch wenn du 500 Euro und weniger zur Verfügung hast, dann kauf dir ein Windows-PC, es ist definitiv keine verkehrte Entscheidung. Ich habe selber auch noch hier in meinem Studio drüben einen Windows-PC zu stehen, den ich benutze. Das funktioniert auch die meiste Zeit und es sind Probleme, mit denen man umgehen kann. Aber wenn man wirklich sagt, man will das professionell machen, man sagt, man hat ein bisschen Geld, was man bereit ist zu investieren, man möchte keine Kopfschmerzen haben, dann ist Mac in meinen Augen definitiv die bessere Entscheidung. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau doch gerne nochmal in der Beschreibung vorbei. Dort habe ich dir den Beatshop und auch noch ein paar andere Videos verlinkt. Und jetzt geht's ab zur Endcard. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere hier in der Mitte diesen Kanal. Ganz, ganz oben kommst du nochmal zu einem anderen Video und unten findest du meine Beat-Playlist. Check da auf jeden Fall mal ein paar Beats ab und lass mir einen Kommentar da, wie du die findest. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald und ciao.